Wo liegen hier noch mehr rum? Wo ist der Rest? Wo ist denn der Rest? Wo ist denn der Rest? Haben die schon ausgeplündert? Mein Sohn hat für morgen Grillen bestellt. Also ich hoffe, Grillen, die Grillen. Oder nicht, oder doch, Grillen, die Grillen? Ich bin verwirrt. Ich komme aus dem Osten der Niederlande. Bis dahin wahrscheinlich nichts Gutes, wenn ich die glauben darf. Ach, von dem, was die erzählen, das ist doch Laba-Rababa. Die kennen alle ja doch gar nicht. Das ist doch alles nur wieder Vorurteile. Das ist auch wieder typisch Mensch. Da, das ist doch nicht, nee. Und wenn du es so willst, je nachdem, von wo der andere kommt, kommen wir alle aus dem Osten. Ne? Das ist, ja, ist Tatsache. Wenn da einer im Westen steht, dann kommen wir alle aus dem Osten. Und so weiter und so fort. Bis wir einmal um den ganzen Erdball herum sind. Jetzt sind sie, oh Mann, das war so schön, das Bild. Das war so, ja, Peace, Frieden, alles super. Hier ist alles super. Ach so, oh, die Banu-Figur. Es hat mich mega abgelenkt. Was ist das? Ach, ich soll hier reden. Ach, Mann. Okay, ich renne wieder zurück. Die Krabbelviecher da zum Essen für beides. Das wäre meine Idee, ihnen mit den kleinen Viecher vorzusetzen statt Grillkäse. Grillenkäse. Ich habe doch Grillkäse verstanden. Nein, ich habe Grillenkäse gesagt. Also, wenn ich noch Fleisch essen würde, dann würde ich es wahrscheinlich probieren. Aber Insekten fallen für mich auch unter Tiere, also von daher. So, die Bannungsfigur holen wir uns gleich. Wir müssen erstmal gucken, wie wir da hochkommen. Ich glaube, da müssen wir uns irgendwo da was suchen. Oh, auf dem Schnee sieht man das so schlecht. Ich kann ein Video. So viel Grausamkeit könnte ich da nicht verbreiten. Nein, natürlich nicht. Also nur freiwillig. Und wenn derjenige sagt, ja, will ich mal probieren. Okay, warum nicht, ne? Und ich habe auch schon viele sagen hören, so Überraschung, oh, die schmecken gut, ne? Also, Also, warum nicht? Tikuk, wer ist denn jetzt von euch Tikuk? Bist du Tikuk? Tikuk. Nora, hast du diese Veränderung kommen sehen? Nicht so richtig. Aber ich weiß, dass sich gerade viel verändert. Diesmal waren es Fremde. Die Osseram dachten... Die Osseram denken nicht. Sie werden unser Gleichgewicht nie verstehen. Zwischen Mensch und Maschine. Das blaue Licht ist nun fort. Uns bleiben viele Lieder. Lieder voller Trauer, statt Dankbarkeit. Und was jetzt? Gehst du zurück in dein Heimatland? Wenn die Jungen lernen, auf Eisschollen zu gehen, sagen wir, das Geheimnis ist immer ein Schritt nach dem anderen. Vielleicht offenbart sich eines Tages das Geheimnis der Maschinen. Das hoffe ich. Viel Glück, Tikuk. Und vielleicht können wir dazu beitragen, das wäre ja schön. Okay. Es war ein schöner Augenblick, solange er währte. So, Wilgund ist aber, glaube ich, ganz weit weg, ne? Wir holen uns erst einmal jetzt die Banuk-Figuren. Da müssen wir erst mal gucken, wie wir da hochkommen. Von da oben und dann können wir da runterrutschen. Schauen wir mal. Da können wir, glaube ich, hoch. Gut. Es war ein schöner Augenblick. Herr Werte nicht. So, da geht's wieder runter. Da können wir noch hoch. Ach, muss ich erstmal da drauf? Okay, hoch. Einmal. Ey, Leute, ich frag nicht. Ich frag einfach nicht. Okay, dann müssen wir einmal von der anderen Seite. Genau, ganz präzise. So, jetzt hier hoch. Danke. Hoch. Dann einmal rüber. Dann einmal hoch. 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 Rüber.
das war knapp. Das war verdammt knapp. Okay, und von hier aus? Warte. Okay. Hoch. Hier können wir hoch. Hoch. Und jetzt? Oh Gott. Oh Gott. Oh, ich vertraue einfach darauf, dass du das kannst. Das ist der Wahnsinn, ey. Okay, und einmal hoch. Wo soll das sein? Das ist dahinter irgendwo da drin. Nee, da ist sie. Da ist sie. Die letzte Banuk-Figur. Bestrafung. Irgendeine Figur. Wahrscheinlich von den Banuk. Errungenschaft, alle Banuk-Figuren. Okay. Okay, runter geht es zum Glück immer schneller. Hui. Oh, wenn ich da irgendwann mal daneben springe, ne? Gut. Dann holen wir mal unser 100-Meter-Seil wieder raus. Ah, es ist so traurig. Es ist echt traurig. Loslassen. Gut, dann haben wir das mit der Banuk-Figur auch. Dann können wir eigentlich mal eben querfeldein hier einmal. Theoretisch müssten wir hier rüber kommen können. Ja, da oben waren wir ja. Da war die Ausgrabung. Ne? Ach, Mann, ey, solcher Idiot. Okay. Was ist das denn? Okay. Ja. Die Metallblume. Ja, ich glaube, das Banditenlager, was da unten ist, würde ich fast sagen, hole ich mir einfach offscreen. Das ist okay, denke ich mir mal. Das hilft bestimmt weiter. Kann sein, dass wir vielleicht noch ein Gespräch mit Neil dann führen. Aber er hat uns ja schon mitgeteilt. Oh mein Gott, ist das schön. Er hat uns ja bereits schon mitgeteilt, seine Vorgeschichte schon erzählt. Und es. Okay, es war ja auch tatsächlich sehr viel Klugheit, auch wenn er irgendwie verloren ist für die Menschheit, weil ihm absolut Empathie fehlt, habe ich das Gefühl. Finde ich das schon, ist er sehr reflektiert. Na, er weiß, dass er was er angestellt hat und er weiß, dass er dafür eine Bestrafung verdient hat und auf jeden Fall so eine verdient hat und auch hinnimmt. Finde ich schon interessant. Ich rüste mich mal ein bisschen. Ich habe auch fleißig gesammelt. Wir haben auch wieder ein bisschen hier, Tränke und sowas. Habe ich ganz fleißig gesammelt. Ja gut, die Kleinen nicht so. Ach, du ahnst es nicht. War das etwas Maschinelles, was sich auch wirklich bewegt hat und gekämpft hat? Oh mein Gott. Sowas auf die Menschheit loslassen? Okay. Ich dachte, ich würde hier runterkommen. Warte mal. Das sollen aber nicht die hier sein, oder? Die waren noch gar nicht so riesig. Und von da aus können wir die doch gar nicht sehen. Waren das? Ist das die Ruine der Städte? Der Stadt, wo wir gewesen sind? Okay. Ja, ich versuche mal hier runter zu rutschen. Irgendwie schaffen wir das schon.
Ada wird sich alles aufschürfen und das wird schnell gehen und das war, ist ja leichter gefallen, als sie jung war, aber wir kriegen das schon hin. Der schnellste Weg nach unten. Und genau, es ist der schnellste Weg nach unten. Das habe ich vergessen. Oh, Eclipse. Ich kann dort keine Fokusse feststellen. Das solltest du wohl allein regeln können. Nur zu. Danke. Allein. Na gut. Total Eclipse of your heart. Ich hole mir aber erst... Oh, warte, warte. Panzer, 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 Panzer. Ich hole mir aber erst die Metallblume. Ach du Schande. Äsen oder grasen die auf Eis? Sieht so aus, ne? Ja, ich laufe ja einmal querfeld ein. Da ist auch noch ein Lagerfeuer. ich wundere mich nicht mehr. Okay. Wow. Fachhändler. Das ist doch echt der Hammer. Das ist echt der Hammer, wo die immer alle sind. Okay. So, meine Gratiskiste habe ich mir abgeholt. Ansonsten hat sie noch irgendwas, was Neues, was Tolles, was Schönes, Schokolade. Ich glaube, nein. Die haben ja alle nur noch die lilane Schattenschleuder und das haben wir schon. Okay. Und alles andere haben wir. 112. Oh, hier, komm. Wir können nochmal eben das verkaufen und das verkaufen. Davon trenne ich mich erst, das ist nämlich auch so ein Ding, von dem alten Schrott trenne ich mich erst, wenn wir den letzten Gegenstand dabei dem einen Händler in Meridian geholt haben. Dann trenne ich mich von dem restlichen Kram, weil dann brauchen wir ihn, glaube ich, nicht mehr. Wir könnten Zünder mal verkaufen. Also verkaufen ist allemal besser als zerlegen, das weiß ich, aber Zünder finden wir eigentlich immer wieder, ne? Ich hätte gerne ein bisschen mehr Platz. 10 ist nicht viel. Und wenn wir jetzt zur Eclipse gehen. Ich glaube, ich kann davon mal ein Stack verkaufen. Plündererherz. Läuferherz. Wächterherz. Da haben wir ganz viele von. Da kann ich auch mal eben einen Stack verkaufen. So. Geschäfte mit Händlern. Da habe ich jetzt echt nicht drauf geachtet. Es kann sogar sein, dass wir das gar nicht mehr brauchen, weil ich das alles schon habe. Graser, Plünderer, Plünderer. Der Beispiel. Mache ich das? Mache ich das? Mache ich das? Ach, wir haben auch wieder genügend Platz. Runter geht immer. Wie es danach mit der Gesundheit steht, ist allerdings zweifelhaft. Ja. Okay, so. Händler, mit Händler gesprochen. Jetzt hole ich mir die letzte Metallblume und das Feuer. Die sind tatsächlich auf Eis. Das ist ein See. Okay. Lagerfeuer entdeckt. Ja, ja, ich weiß. Och, der fliegt jetzt hier genau lang, ja. Weißt du was? Ich bin jetzt so kaltblütig. Ich speichere eben nochmal, aber ich will die Metallblume haben. Wer seid ihr denn? Ihr seid freundlich, ne? Nein, seid ihr nicht! Ich bin echt zu gutmütig, ne? Ich denke immer erst, dass die freundlich sind. Die hat ihn hier gerade an mir getreten. Okay, jetzt haben wir die in der Backe voll. Der ging daneben. Dankeschön. Mann, die haben wir eben. Das ist der Hammer. Ja gut, es sind Maschinen. Es sind Maschinen, was erwarte ich eigentlich? Was ist denn jetzt mit dem anderen, der hier rum? Da ist ein Metallbombe. Komm. Ist der andere jetzt tot? Den wir eben gerade. Da liegst du gut. Da legst du ihn wieder. Also, der war aber kritisch. So, alles klar. Ich hole mir jetzt den Metallblume. Ich glaube, der ist auch tot, ne? Banditenkämpfer? Ach, das ist die Blume, die geht immer wieder auf und zu. Und?
Errungenschaft, alle Metallblumen gefunden. Jawohl. Banditenkämpfer. Banuk-Wanderer. Wir konnten ihn nicht retten. Ach Mann, das ist aber ärgerlich. Metallscherben. Das ist aber ärgerlich. Das ist richtig doof. Ich meine, theoretisch müssen wir die anderen doch gar nicht erledigen. Ne? Ich will die auch gar nicht. Ich habe kein Business. Da kommen sie. Was? Wer kommt? Ich habe kein Business mit den Grauhabichten. Ich speichere nochmal ab und versuche den gleichen Weg zurück. Und dann holen wir uns die Eclipse. Ich hoffe, es geht. Der eine ist jetzt noch alarmiert. Da soll sich mal wieder beruhigen. Guck mal. Machen wir einmal wieder rumhüpfen. Und dann holen wir uns die Eclipse. Da oben ist eine Kiste. Nee, Trümmer. Hier ist wirklich kein Lock oder sowas. Okay. Eclipse. Das nochmal drunter. Waren die nicht eben näher? Bleib mal wieder runter. Was ist das denn? Okay. Ach, das sind alle Straßenlaternen. Oh mein Gott. Ja, klar. Der ist aber besser erhalten da vorne, der Panzer. Waren die nicht eher? Wir sind von da oben runtergekommen, ne? Waren die nicht noch da? Oder sind die nur Patrouille gelaufen? Kann natürlich auch sein. Dass sie nur Patrouille gelaufen sind. Okay, ist auch kein Lock. Oh mein Gott. Das können wir wohl nicht abscannen, ne? Wo sind die denn auf einmal? Da waren doch eben noch ganz viele. Ist das eine Falle? Das ist eine Falle, oder? Und was ist das? Warum sind die auf einmal alle weg? Das ist doch nicht... Was ist das? Es ist blaues Licht. Es ist einfach blaues Licht. Das ist doch eine Falle. Da waren doch eben noch welche. Sind die weg? Das muss der Pass sein, den Otur meinte. Und gleich darüber ist das Gebiet der Banuk. Ja. Das geht dann ins Frozen Wild, DLC. Da ist halt die Frage. Naja, nee. Wir haben ja hier ein relativ dichtes Lagerfeuer. Und von da aus können wir dann auch direkt dann das nächste Gebiet. Das machen wir dann auch noch. Aber erstmal natürlich den Grabhort mehr rausfinden, questsmäßig. Und von daher, ich glaube, ich muss aber gleich mal eben kurz austreten, weil ich habe jetzt schon ganz viel Wasser getrunken und so langsam will das wieder raus, ne? Wie das nun mal so ist.
Aber ich bin jetzt, da waren doch eben ganz, da war ein verdorbener Wächter. Ich habe ihn gesehen und da war auch welche von der Eclipse. Außerdem muss ich mit meinem Verband mal eben einmal abmachen. Der nervt nämlich jetzt ein bisschen, der quetscht alles ab. Kämpf mit mir! Was? Kämpf mit mir? Warum soll ich mit dir kämpfen? Ich kenne dich doch gar nicht. Das ist unter uns, ne? Hä? Was ist doch? Bunkertür. Brandschutztür verstärkt, Verschlussintegrität erhalten. Das ist unter uns, ne? Ja, das ist unter uns. Kunde den Grabort. Okay, ich hoffe, ich bin hier sicher, weil ich würde ganz gerne mal eben kurz austreten. Ihr passt für mich auch bitte auf Aloy auf. Ich weiß, es ist viel Verantwortung, aber ich schaffe das. Ich glaube an euch. Und ich bin sofort wieder da. Ich beeile mich. Okay, abmachen habe ich mich jetzt noch nicht getraut. Ich habe Angst, dass der Druck dann weggeht. Okay, es ist nichts passiert. Sie lebt noch. Das ist gut. Habt ihr super gemacht. Habt ihr ganz große Klasse gemacht. Ich bin stolz auf euch. Okay. So. Och. Okay, das war echt dringend nötig. So, wir hatten da eben geredet. Die liefen doch nach außen lang. Wo sind die denn jetzt? Jetzt ist da auf einmal keiner mehr. Das ist doch merkwürdig. Okay. Na gut. Ich gehe rein. Was ist das denn? Okay. Ey. Oh, warte. Ich kann nicht anders. Ich weiß, dass das laut ist, aber ich kann nicht anders. Es verleitet. Mach das aus! Wie süß, dass der das nicht merkt. Guck mich mal an. Danke. Das war's. Ich sollte mich hier mal ein bisschen umsehen. Ja. Das sollten wir uns definitiv. Allein die ganzen. Oh, drin sind sie auch. Ja, das habe ich mir gedacht, aber die ganzen Datenpunkte. Ihr wisst, was das heißt, ne? Wir müssen lesen. Enduring Victory. Nick, bist du's? Oh, und ich wollte ins Bett. Nix da, sonst verpasst du noch was, genau. Nein, Landon muss wieder früh aufstehen. Das ist jetzt fies. Kannst du das wie OD sehen? Das ist ja kein Problem. Lieutenant Fiona Merrill, Sprachaufzeichnung an zu Kommunikationsprotokoll Lieutenant Fiona Merrill. 9. mechanisierte Eingreifbrigade, Datenbeschädigung schwer. Corporal. CPL ist Corporal. Vandana Sarai, Status gefallen. Sergeant Uziso Vandari. 9. mechanisierte Eingreifbrigade, Datenbeschädigung schwer. Was ist das? Verdammter Wächter. Achso, das ist der Wächter, okay. Corporal Lana Acosta, gefallen. Die sind alle gefallen. Sergeant Ames Gulyev. Das ist alles die gleiche Brigade, ne? Aber von denen kriegen wir keine Aufzeichnung? Okay. Corporal Jana Melz. Ach du Schande.
Oh mein Gott, sie liegt da unten drunter. Und rotten da vor sich hin, ne? Das ist bitter. Sehr, sehr bitter. Das sind die Panzer. Der ist auch ein bisschen besser erhalten. Als die anderen, die überall rumrotten. Aber hier sonst nichts mehr, okay. Operation Enduring Victory. Was bedeutet das? Was auch immer das sein sollte. Es ist wohl nicht alles gut gelaufen. Nein, ich weiß, also gut, wir können jetzt unter den momentanen Umständen noch nicht sagen, dass sie fehlgeschlagen ist, aber zumindest ist sie, weiß ich auch nicht, naja, fehlgeschlagen. Unter starken Verlusten. Das brauche ich später noch. Ja, das heißt jetzt wieder Datenpunkte lesen, ne? Das heißt, London kann in Ruhe ins Bett gehen, weil ich jetzt sowieso erstmal Datenpunkte lese. Und wir gehen da auch gleich rein. Enduring Victory, oha. Das merke ich auch gerade. Danke für den bestätigten Schlafanzug, zu spät. Querkurs war schneller. Stockt es nur bei mir? Stockt es? Vielleicht nochmal F5 drücken oder sowas. Also hier sieht es super aus. Verbindung ist hervorragend. Das läuft alles prima. Okay, das heißt nochmal ein Notizbuch zu können. Datenpunkte. Titanenwarnung. Wir machen's wie beim Akron. Die Basis blockiert ihn. Dann greifen wir an und zerlegen ihn komplett. Alles wie immer. Jetzt geht's los, Leute. Die 9. MEB am Platz. Hua. Ja. Okay. Wiederholen Sie, Lieutenant. Er ist durch. Titan ist durchgebrochen. Nähert sich. Ach, Mist. Er lebt und ist wütend. Wir sitzen hier fest. Er schlägt glatt durch uns durch. Wir müssen die Stellung halten und ihn dann abwehren. Das war wirklich dieses Riesenteil, was da oben liegt. Dieses riesige Oktopus-mäßige Teil, was die angegriffen hat. Oh mein Gott. Also so einem möchte ich jetzt nicht begegnen, ne? Die anderen sind schon schlimm genug. Na, das ist ja heute wirklich ein schöner, andauernder Sieg. Kontakt in 30 Sekunden. Hey, ob Sovic Zero Dawn in der Zeit durchziehen kann? War's das jetzt, echt? Ich muss sagen, es war eine Ehre, neben diesen Panzern zu dienen. Ja, oberflächlich haben sie gelacht, ne? Weil was willst du sonst machen in so einer ausweglosen Situation? Die haben wahrscheinlich, haben die den Titan aufgehalten. Ne, das, was auch immer Zero Dawn ist, durchgeführt werden konnte. Okay. Wobei, dann war die Aktion, die hier wahrscheinlich durchgezogen haben, war wahrscheinlich sogar erfolgreich, weil die Menschen, die Menschheit ist noch da, besteht noch. Es muss erfolgreich gewesen sein. Zumindest zum Teil. Und sie werden ihn wahrscheinlich aufgehalten oder abgelenkt. Es ging wahrscheinlich um eine Ablenkung.
Die Standardwackler. Wo ist die Standardwackler? Also hier sieht alles super aus. Auch keine ausgelassenen Frames. Alles prima. Alles im grünen Bereich. Ah, Firefox. Okay. Oh, bei mir ist es oftmals dann immer das Windows-Update. Okay. Das waren jetzt die Alpha-rechte Freischaltung. Da hat mich... Was war das jetzt? Ach so, das war das Gespräch mit Pharaoh und Elisabeth. Alles klar, die hatten wir gesehen. Haben wir sonst noch irgendwas in Datenpunkten? Trauer und Moskitos, das habe ich, glaube ich, noch unterwegs gefunden. Oh, es fehlen auch so viele Sachen. Ich habe viel zu wenig gefunden bislang. Kasabian. Und wer denkt an die Moskitos? Ryan Kasabian ist der Einzige auf dem Planeten, der sich über das Aussterben der Moskitos aufregt. 18. März 2060. Blutmondstar und Aufmerksamkeitsheischer Ryan Kasabian ist total enttäuscht von dir, Welt. Wie kannst du es wagen, den Tod von Milliarden unschuldiger Moskitos so zu feiern? Schämst du dich nicht? Na? Der 32-jährige Schauspieler machte bei den Edgescape Choice Awards seinem Ärger Luft, als er die wenig begehrte Auszeichnung für den schlechtesten Vampirdarsteller entgegennahm. Stimmt, da war ja noch was. Eine ganze Spezies wurde ausgerottet. Einfach so, schmollte Kasabian. Wenn wir wirklich Diener des Planeten sind, wie wir seit der Rückforderung behaupten, machen wir einen miserablen Job. Und was meint Kasabian hier mit dem miserablen Job? Die Ausrottung der durch Moskitos übertragenen Krankheiten, sowohl der altbekannten wie Malaria, Zika, West Nile und Enzephalitis, als auch der neuen Viruserkrankungen der Ära des großen Sterbens wie Yornu und Tripura. Ja, Welt, echt ein miserabler Job, diese Insekten und ihre Krankheiten endlich loszuwerden. Gut, dass uns der Kerl aus dem Mondbasis wird von sexy Vampiren überrannt, Holo, an unsere Verbrechen gegen die Moskitos erinnert. Hm? Da muss doch irgendwo ein Blutsaugerwitz drinstecken. Okay. Hatten wir dafür nicht schon Werbung gesehen oder sowas? Okay, da wird wo Frozen Wilds hat noch eigene Audiopunkte. Ja, komm. Die Gründung Meridians. Ein lesen wir noch und dann gehen wir da rein. Wir sind Kaja. In uns fließt das Blut derjenigen, die Araman vor langer Zeit aus der Verfolgung führte. Wir kamen aus dem fernen wilden Osten als Wächter eines Schatzes, der wertvoller ist als Land oder Metall, die Blätter der Alten. Araman fand die Blätter in einer Ruine, beschienen von einem Sonnenstrahl und erkannte sofort ihre Bedeutung. In ihnen fand er die ersten Lehren zur Beobachtung der Sonne, zum Erkennen ihrer Wege und zur Stellung der Menschen. Aus den Blättern kamen die ersten Glyphen, die ersten Schriften, durch die unser Wissen, unsere Stimmen überdauern konnten. Doch als unsere Vorväter dieses Geschenk teilen wollten, wurden sie von den Verstoßen, die sie einst Stammesvolk genannt hatten. Jene fürchteten, das Licht des Wissens könnte ihre Ignoranz verbrennen, oder sie waren neidisch auf seine Macht. Und so begann die lange Wanderung unseres Volkes, das nur darauf vertraute, dass die Sonne ihm den Weg weisen und sie vor den barbarischen Stämmen retten würde. Die Reise war hart. Der Weg gesäumt von Gedenksteinen der Familien, die unterwegs fielen. Auch Aramans eigene. Die Verfolgung hielt an durch jene, die nach sinnlosem Verderben und Vernichtung trachteten. Doch der Glaube der Kaja wurde von einer fernen Vision belohnt. Ein Turm, wie ein steinerner Sonnenstrahl, der am Horizont leuchtete. Selbst als ihre Feinde über sie kamen, folgte Araman dem Flug der Grauhabichte und führte sein Volk durch dunkle Schluchten und wimmelnde Dschungel. Wieder sahen sie den Turm, jetzt so nah, dass er bis zur Sonne zu reichen schien, und sie sahen die Grauhabichte, die darauf rasteten. Im Licht der Sonne warf der Turm, unser Turm, seinen langen Schatten auf einen Berg und über das grüne Tal. Araman wusste, dass er einen sicheren Hafen für seinen Stamm gefunden hatte, denn dies war ein Ort, den Ungläubige mieden, die sich vor der Pracht des Turmes duckten oder vor den glänzenden Federn der Grauhabichte. Er nannte diesen Ort Meridian, nach einem Namen aus den Blättern, und der Stamm siedelte sich im Schutz des Berges an. Der Ort war in jeder Hinsicht gesegnet. Sie erbauten ihre Steinhäuser aus seinen reichlichen Rohstoffen und bald auch aus dem roten Fels des Berges selbst, und sie krönten ihn mit den ersten Säulen der Stadt der Sonne. Die Sonne schenkte den Nachkommen unserer Vorväter wahrhaftig viel und gewährte Meridian reiche Ernten und Wohlstand. Und sie schützte die Grenze des Sonnenreichs so weit, der Schein ihres Lichts reichte. Meridian schützte uns vor den dunklen Pfeilen und Ränken unserer Feinde. Und mit der Zeit brachten Fremde uns Handel und Tribut.
heiliges Meridian. Ohne den Turm und die Sonne gäbe es kein Meridian. Aber jetzt und für alle Zeiten steht es als Denkmal für beide. Und der Ruhm Aramans und der Gründer zeigt sich erneut in jedem Sonnenkönig der strahlenden Linie und in den Adelsfamilien des Sonnenhofes. Der Turm. Ich denke mir, wir werden noch erfahren, wo der herkommt. Denn wenn er schon da gewesen ist, dann könnte er auch ein Überbleibsel der vorherigen Menschheit sein. Der vorherigen Menschheit? Kann man das so sagen? Ich weiß nicht. Hallo? Ja, okay. Zur Kante fallen lassen. Na, großartig. Oh, ich sehe, vor allem, weil ich nicht sehe, wo ich mich hinfallen lassen kann. Ich hoffe, ich kann mich jetzt fallen lassen. Kann ich mich fallen lassen? Nein. Ich kann mich sowieso schon schlecht fallen lassen. Warum, Spiel? Hier gibt es kein Windhof. Hier herrschen die Pinguine. Ach ja, Entschuldigung. Entschuldigung. Schöne Grüße an die kleinen, süßen Linuxe. Entschuldigung, aber das hat man eben echt nicht gesehen. Man hat das nicht gesehen. Alles andere habe ich aber jetzt, ja? Ich muss das nicht nochmal. Okay. Operation Enduring Victory. Was bedeutet das? Aber die anderen Sachen. Was auch immer das sein sollte. Es ist wohl nicht alles gut gelaufen. Die anderen Sachen haben wir trotzdem, ja? Ich muss das nicht nochmal einsammeln. Guliev? Milz? Wieso kriege ich das nochmal angezeigt? Status gefallen? Muss ich die jetzt nochmal alle einsammeln? Mandari, okay. Die habe ich aber jetzt, ja, bitte. 16 von 13. Ja, ich. Das war aber jetzt komisch. Schwerkraftcheck. Ja, die funktioniert, die Schwerkraft. Alles super. Man sieht das aber auch nicht.